Hallo und herzlich willkommen zu meinem Shakes and Fidget Festungsguide. Heute erkläre ich euch, wie die Festung eigentlich funktioniert. Naja, nicht lang schnacken und ab geht's. Die Festung erhaltet ihr ab Stufe 25. Nun gut, die Festung ist halt etwas für sich. Kann man schon mit Clash of Clans vergleichen. Sieht jetzt kompliziert am Anfang aus, ist es aber nicht. Ist kein Hexenwerk. Ich habe mich ein bisschen durchgelesen und ich selber habe auch ein bisschen was falsch gemacht, weil es gibt ja echt viele Taktiken und sonst was, was man da alles machen kann. Und ich sage euch jetzt, was meiner Meinung nach der beste Weg ist, gerade am Anfang als Free-to-Play-Spieler die Festung auszubauen. Ihr baut die Festung erstmal auf Stufe 3. Dazu baut ihr eine Holzfällerhütte und einen Steinbruch, denn die Festung ist euer Hauptgebäude und das Grundgebäude bestimmt die Rohstoffkapazität und die Höchststufe aller Gebäude. Habt ihr das gemacht, könnt ihr auf Stufe 3 die schöne Edelsteinmine bauen und die ist super wichtig für alles, was ihr tut. Darum wird sich das erstmal drehen. Ihr müsst bis mindestens Stufe 100 Edelsteine ballern, bis ihr umfallt. Denn Edelsteine wechselt ihr genauso für eure Ausrüstung wie eure Unterhose. Und zwar täglich, weil ihr super viele gute Edelsteine bekommt. Und da habe ich den ersten Fehler gemacht, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ich habe die schon auf Stufe 7. Warum wollt ihr die überhaupt erst auf Stufe 1 haben? Stufe 1, super pragmatisch. Ihr habt erstens keine hohe Dauer, sprich die Edelsteine kommen rausgeschissen wie sonst was. Und es ist billig. Billig ist immer gut, vor allem am Anfang. Denn Geld haben wir nur begrenzt und Geld brauchen wir nämlich für was anderes. Und zwar für unsere Stats. Kosten bei mir nämlich auch schon ein bisschen was. So, wir haben also Stufe 3 erreicht. Unsere Edelsteinmine gebaut. Klatschen da Edelsteine ohne Ende raus. Wie geht's jetzt eigentlich weiter? Nun, und das ist eigentlich recht einfach zu erklären. Und ist auch gar nicht so kompliziert. Das ist kein Hexenwerk. Wir müssen natürlich irgendwie auch Ressourcen ranschaffen. Und das möglichst effizient. Und irgendwann auch mal bessere Steine kriegen. Also, fangen wir an, nach einer gewissen Reihenfolge zu bauen. Und diese Reihenfolge ist die effizienteste Reihenfolge, die es gibt und auch die wichtigste. Dabei lassen wir aber ein paar wichtige Sachen aus, denn es gibt eine sogenannte Teilschutztaktik. Was lassen wir aus? Wir lassen aus die Befestigung, den Magierturm, die Schmiede und die Schützengilde, denn die sorgt dafür, dass wir unsere Ressourcen verteidigen. Allerdings benutzen wir da, wie schon erwähnt, die Teilschutztaktik. Wenn wir angegriffen werden, verlieren wir ja Ressourcen. Wir verlieren allerdings nie die Ressourcen in unserer Schatzkammer, sondern immer nur die Ressourcen, die wir hier nicht auch eingesammelt haben. Und da wir sowieso der regelmäßige Spieler sind, der immer schön fleißig jede Stunde unsere Sachen hier einsammelt, ist dann nie was über. Sprich, wir verlieren auch nichts. Und wir hauen unsere Ressourcen nicht unnötig für Bogenschützen oder Kampfmagier raus oder für unsere Befestigung, die wir normalerweise dann dafür in Edelsteine stecken könnten oder in den Ausbau der Kaserne oder die Festung oder die anderen beiden Sachen, wie die Akademie, wo man regelmäßig Erfahrung kriegt, oder in die Schatzkammer, wo wir zusätzliche Plätze für unseren Rucksack bekommen. Da gibt es auch eine bestimmte Reihenfolge, die natürlich am meisten Sinn macht. Und da fangen wir halt an beim Arbeiterquartier, denn das Arbeiterquartier sorgt dafür, dass wir schnellere Bauvorgänge haben und schneller Edelsteine kriegen. Das ist ja unser Ziel. Am Anfang haben wir das gemacht. Ist irgendwann natürlich auch das Cap erreicht. Gehen wir also Schritt für Schritt durch. Arbeiterquartier, dann machen wir die Kaserne. Denn die Kaserne, die brauchen wir für Krieger. Krieger, die Soldaten, die sorgen dafür, dass wir Ressourcen kriegen, wenn wir Leute angreifen. Können wir einfach dann hier sagen, okay, wir machen einen Angriff. Die scheint ja zu besiegen zu sein. Oh, reiche Beute, blibla. Greifen wir an. Kriegen extra Ressourcen, abgesehen von unseren Minen, was natürlich ultra praktikabel ist. Vergesst nicht, direkt die Leute wieder auszubilden. Das muss eine Dauerschleife sein. Die Produktion darf nie enden. Regel Nummer 1, die Produktion darf nie enden. So, das Ding ist, es gibt jetzt eine Funktion, die ein bisschen fragwürdig ist. Und zwar könnt ihr hier den Gegner wechseln, wenn er zu stark ist. Jetzt könnt ihr aber den Gegner sofort wechseln für einen gewissen Betrag Gold. Aber das wollen wir nicht machen, weil unser Gold, das brauchen wir für andere Dinge, wie halt unsere Attribute. Sprich, ihr werdet einfach alle 5 Minuten den Gegner wechseln können. Das ist allerdings nicht so schlimm, ihr spielt ja sowieso regelmäßig und macht mal auch schon so eure 3-4 Kämpfe da am Tag. Möglichst oft ist natürlich hier die Devise, ist jetzt aber nicht so notwendig, da ihr natürlich auch eure Minen habt. Habt ihr das geupgradet, geht's rüber zu den Erfahrungsbonus und dann zur Schatzkammer. Dann geht's wieder zur Festung und so weiter. Immer wieder in diesem Kreis. Wo ihr natürlich dann, wenn ihr natürlich die Möglichkeit dazu habt, auch die Holzfällerhütte und den Steinbruch als allererstes upgradet. Und dann geht's wieder mit dem Kreis los. Immer wieder diesen Kreis. Könnt ihr wieder das upgraden und wieder diesen Kreis. Das ist die Devise. Jetzt gibt es natürlich noch eine sehr, sehr schöne Funktion. Und zwar die sogenannte Ritterhalle. Die ist ein bisschen versteckt. Das sieht man hier. 70 Ritterhallenpunkte. Hä? Fragt sich jetzt der ein oder andere. Ich habe 8 Ritter? Was ist denn das? Ritter? Die Ritterhallenpunkte, die sind wichtig für eure Edelsteine, denn die machen die Edelsteine besser. Das würde ich euch jetzt super gerne zeigen, aber ich kann euch das leider nicht zeigen, weil ich hier gerade alles upgrade. Und die Ritterhallenpunkte, die braucht ihr natürlich für euch selber und einmal für eure Gilde, denn dadurch kriegen die anderen auch bessere Edelsteine. Das gradet einfach nur eure Edelsteine ab. Das wollt ihr immer wieder machen, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Natürlich so oft wie nur möglich. Dadurch werden eure Edelsteine einfach besser. Und ihr helft eurer Gilde und dann freut sich jeder. Wenn ihr euch gegenseitig helfen könnt, ist das doch schön. Das war's mit meinem Festungsguide. Habt ihr meinen Anfängerguide noch nicht gesehen?
drückt einfach hier auf dieses Video und wollt ihr nichts mehr verpassen, dann abonniert mich doch einfach. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.